Fast 100 Jahre alt, aber so lebendig wie nie zuvor. Der Swing feiert sein Comeback bei den Ururenkeln seiner Erfinder. Mich hat, glaube ich, einfach diese Lebensfreude am Swing so fasziniert. Sagt Alexandra Lee. Die Stewardess fliegt in alle Metropolen. Und egal, wo sie landet, der Swing ist schon da. Heute Abend denke ich mal, ich bin halt in den 20ern oder 30ern. Und das ist einfach schön, fast wie so eine Art Zeitreise. So wie an diesem Abend im Berliner Ballhaus Rixdorf. Swing, das ist ein Allround-Paket an Lebenslust und guter Laune. Für Alexandra sogar der Schlüssel zum puren Glück. Ich glaube, das sind einfach die Endorphine, die losgehen. Also der ganze Körper stellt sich voll auf die Musik ein. Und die Bewegung und das Tanzen, das bringt einen einfach komplett weg von jeglichen Sorgen. Bis in die Morgenstunden geht die Party weiter. Doch Alexandra macht sich auf den Heimweg in ihre Berliner Wohnung. Ein bisschen Wehmut schwingt mit. Denn seit über 3 Jahren liegt ihre zweite Heimat in Fernost. Ihr Herz hat sie an den Chinesen Willis verloren. So oft wie möglich treffen sich die beiden irgendwo auf der Welt, so wie diesmal in Singapur. Kennengelernt haben sie sich in einem italienischen Lokal in Hongkong und dort wurde ihre Lieblingsmusik gespielt. Swing spielte eine große Rolle in unserer Liebesgeschichte, denn ohne Swing hätten wir uns nie kennengelernt. Zwischen dem Chinesen und der Deutschen liegen Kulturen und manchmal Tausende von Kilometern. Doch über die Kontinente hinweg verbindet die beiden eine Seelenverwandtschaft. Kennen und lieben gelernt haben sie sich jenseits der Sprachbarrieren mit Hilfe des Swing. Wenn du einen guten Partner beim Swing-Tanzen hast, spürst du, ob das ein Partner fürs Leben sein könnte. Seit über 3 Jahren sind sie verheiratet und Alexandra pendelt zwischen Deutschland und Asien. Willis lebt zwar in Hongkong, aber wenn Alexandra nach Singapur muss, fliegt er hinterher. Egal wo sie sich treffen, die beiden Lebenslustigen finden immer einen Ort für den Tanz, der sie noch enger aneinander schmiedet. Das Schöne ist halt, Swing verdoppelt diesen Fröhlichkeitseffekt. Und wenn man das jetzt streichen würde, würde definitiv was fehlen. Einfach ein Stück Lebensfreude, die dann da gehen würde. Und es wäre ein bisschen ärmer. Beim Swing lernt man nie aus. Auch Alexandra und Willis lassen sich von Tanzlehrer Faisal Barkar ein paar neue Schritte zeigen. Der Mann ist gefragt und arbeitet weltweit. Es gibt ein paar regionale Unterschiede, aber im Allgemeinen folgen alle denselben Regeln und hören die gleiche Musik. Man trifft immer neue Leute, aber man spricht die gleiche Sprache. Und so hat man sofort eine Verbindung. So wie Willis und Alexandra. Natürlich lieben sie sich nicht, weil sie zusammen Swing tanzen, aber der Swing gibt ihnen überall auf der Welt so etwas wie ein Zuhause. Die beiden haben sich und einen gemeinsamen Anker. Eine gute Basis für ein Leben rund um den Globus. Tanzen werden sie wohl immer. Und die Welt wird nicht nur für die beiden immer weiter zusammenrücken.